Einer, der Architekt werden möchte, aber auch ganz gern Klavier spielt, und einer, der seit 20 Semestern die Abgründe der Querflöte studiert. Was kann da schon rauskommen? Eine ganze Menge. Unter der Voraussetzung, der Synthesizer ist bereits erfunden, und das war er damals, 1970, als Kraftwerk gegründet wurde. Die Band mit der extrem reduzierten Körpersprache gilt als absolute Pioniertruppe des Elektropop. Zahllose künftige Musikrichtungen auf der ganzen Welt wurden durch Kraftwerk beeinflusst oder sogar erst ermöglicht. Und jetzt, 40 Jahre nach ihrem ersten internationalen Hit Autobahn, hat es Kraftwerk ins Museum geschafft, in die Neue Nationalgalerie zu Berlin. Das ist die DNA der Musik unserer Zeit. Musikhistorisch gesehen ist Kraftwerk wahrscheinlich die wichtigste Musikgruppe oder Band, die es jemals gegeben hat. So viele Leute beeinflusst und so viele Sachen vorweggenommen. Gerade also diese erste Klangfolge einfach. Wut, wut, jong, grrr, bzzz, dibidüb. Und so diese ganzen Soundabfolgen, wo man dachte, meine Güte, das kann man alles mit dem Synthesizer machen. Hip-Hop, Techno, Elektro. Kraftwerk sind das Fundament. Das hat so eine Präzision und ja, das ist eben jetzt auch kein stumpfer weißer Beat. Das ist jetzt kein Polka-Beat, bum, da, da, bum, da, da, bum, da, da, bum oder so. In dem Sinne ist es gar nicht so Techno-House-Sache, sondern das ist was von einem gepflegten Funky-Beat. Afrika Bambaataa trat 1982 mit Planet Rock eine neue Epoche los. Er bediente sich bei Kraftwerks Trans-Europa Express, die Geburt von Elektro. Ich wühlte in den Kisten rum und fand diese Band, Kraftwerk. Ich sah das Plattencover und dachte mir, die Typen sehen seltsam aus. Trans-Europa Express. Ich nahm die Platte mit und dachte, ganz schön funky. Funky stuff, yeah. Vor 40 Jahren kappten Kraftwerk die Verbindung zu Rock und Blues. Ein Nullpunkt der Klänge. Kraftwerk nennen sich fortan Musikarbeiter und Videooperatoren in Anlehnung an die Künstleringenieure der russischen Avantgarde. Während die Band als popkulturelle Grundlage allpräsent ist, verblieben die wechselnden Mitglieder in relativer Anonymität. Technicolor von Channel One, Urplatte des Techno, klingt wie... Na? Oder Give It All You Got von Afro-Rican, die Erfindung von Miami Bass. In der weißen Musik spielt zum Beispiel der Drummer dann in der Strophe anders als im Refrain. Das gibt es in der schwarzen Musik, spielt der Drummer einen Groove. Ja? Und der Groove zeichnet sich dadurch aus, dass er es eben nicht anders spielt, dann mal so und mal so. Das gibt es in der schwarzen Musik nicht. Und das gibt es auch bei Kraftwerk nicht. Kraftwerk haben einen Groove pro Stück. Sie ist das Model, eine Liebeserklärung an die Oberfläche. Kalt, psycho, brillant. Futurismus und Nostalgie zugleich. Ralf Hütter und Florian Schneider, die Kraftwerkgründer, machten seit 1968 gemeinsam Musik. Hütter war Architekturstudent mit Klavierausbildung. Schneider kam von der Musikhochschule und spielte Querflöte. Es sind die Anfänge des Krautrock. Endlose Improvisationen, Minimalismus. Das einzige überlieferte Fernsehinterview von Kraftwerk besteht aus einem Satz. Ja, wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Deutsch wurde vorher nur im Schlager gesungen. Und dann das. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren.
Autobahn ist ein ganzes Universum, ne, das irgendwie inspiriert von den Beach Boys, Fun, 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 dann auf Fahren, Fahren, Fahren. Also dieser Humor ist unglaublich, eigentlich amerikanische Surfmusik so zu transportieren, dass sie auf Deutsch, die deutsche Autobahn passt sozusagen. Und dann ist es ja quasi wie ein Hörspiel. Das ideologisierte Wort Autobahn zerlegen sie bis zur Absurdität. Kraftwerk haben die Themen des 20. Jahrhunderts in die Popmusik geholt. Der Untergang des radioaktiven Zeitalters, nur mit Ortsnamen erzählt. Minimum, Maximum, Kraftwerk. Ein großes, geschlossenes Werk, jetzt im Museum. Ohm, Sweet Ohm.